Aloha, meine Lieben, hier bin ich wieder mit einem coolen Mischmasch-Haul lauter Kleinigkeiten. Ich war bei Woolworths, ich war bei Teddy, ich war bei Ernstings und bei Taco. Im Woolworths musste mit einmal diese Einhorn-Spardose, die habe ich mir schon mal gekauft. Meine Tochter hat sie aber leider runtergeschmissen, deswegen musste die nochmal mit. Eher als Deko-Element, nicht so als Spardose. 2,99 €. So, dann hatte Woolworths in der Krabbelkiste für 30 Cent diese Stickerbögen. Je zwei mitgenommen. Sind zwei Bögen jeweils drin, für einen Planer oder für Karten, ideal. So, das war schon der Woolworths. Dann war ich bei Ernstings und da musste diese Schale mit. Die war runtergesetzt von 2,99 € auf 1,99 €. Ja, mal gucken. Ich denke, die stelle ich mir irgendwo ins Gästebad oder so, wenn ich mir abends die Ohrringe mal schnell ausziehen möchte, dass ich die hier drin sammle. Und dann kommen die erst, werden die weggeräumt, wenn es ein bisschen voller ist. Und dann werden die wieder richtig einsortiert in die Schmuckschatulle. So, das war es schon bei Ernstings gewesen. Dann war ich bei Teddy. Bei Teddy musste diese Tasche mit aus der Wühlkiste für 10 Cent. Ja, eigentlich ein Notkauf, weil ich keine Tasche mit hatte und die hatten auch keine schönen. Ich wollte halt kein Geld für eine Plastiktüte ausgeben und dann habe ich mir das halt gekauft für 10 Cent. Dann war weiter in der Krabbelkiste diese Aufkleber, diese Schneeflockenaufkleber. So sieht das besser, ne? Für 10 Cent mussten die auch mit. So, dann Einhörner. Oh. So süß, 3D Pop-up Sticker. Ja, Einhorn-Thema für 1,75 € mussten die mit. So, dann ebenfalls für 1,75 €, das ist so wie Shaker-Aufkleber, 3D Pop-up Shaker-Aufkleber in diesen Gläsern, fand ich auch niedlich, musste auch mit. Dann habe ich mir diesen Block gekauft für 2,50 €. Designblock, 24 Blätter mit 4x6 Farben. Die sind so metallisch. Wir haben 4x Silber, 4x Gold, 4x Kupfer, 4x Silbermatt. 4x Roségold, 4x in diesem ja, Eisblau. Oh, das war's schon. Das war's schon. Okay, das war der Designblock, 2,50 €. Farben fand ich total cool, habe ich auch noch nicht so viel. Außer die Mixed Media Blöcke von Action. So, und dann als letztes die drei Washi Tapes, die waren zusammen in einer Packung. Ich habe eben schon mal gedreht, aber irgendwie hat es ja, nicht aufgenommen. Deswegen hatte ich die schon ausgepackt. Das ist dieses Blätterthema. Total schön. Mit so ein bisschen rosa Blüten. Und hier nur Blätter. Auch schön. Die haben dieses Dreier-Set hat 1 € gekostet. Total süß. So, das war es auch schon im Teddy. Und zuletzt war ich noch im Taco. Im Taco habe ich, ja, eigentlich musste ich mir nur Zeit vertreiben. Und da sprach die Verkäuferin mich an, haben Sie unseren Sale schon gesehen? Auf reduzierte Ware gibt es nochmal 50%. Da hat die Mutter mal zugeschlagen bei den Ohrringen. Na, die waren reduziert auf 2,99 €. Davon nochmal die Hälfte, sind 1,50 € pro Ohrring. Dann, da habe ich schon immer mit geliebäugelt und irgendwie waren die mir zu teuer. Die musste ich unbedingt haben und irgendwie, ja, mal gesehen und ja, auch die sind ja toll, aber nee, eigentlich habe ich genug Ohrringe. Aber jetzt waren sie auf 4,99 € runtergesetzt, das heißt für 2,50 € habe ich dann die Ohrringe bekommen und dafür durften die einfach mit. So, und dann zuletzt noch eine Kette.
Und ein passendes Armband. Die Kette wäre 7,99, also 8 Euro. Ich habe dafür noch 4 Euro bezahlt und hierfür noch 2 Euro. So, ihr Lieben, das war's auch schon. Genug geshoppt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich freuen. Ich bin schon bei 70 Abonnenten. Ich bin total geflasht, finde ich total super. Bei 100, habe ich ja gesagt, überlege ich mir was, mache ich eine kleine Verlosung, weil ja, Feier, super, total cool. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr gern sehen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, ja, und was ihr halt sehen wollt, was ich so zeigen soll. Dann gucke ich mal, ob ich da Lust zu habe und das dann auch mache. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.